sensed another powerful and unknown entity in a separate rift in time, this one on the floating island of Skyloft. When she arrived there, she found it already beset by a vast army of monsters. But who commanded them, Sia wondered. The inhabitants of Skyloft were clearly overwhelmed. Many thought that the end of the world was at hand. Fi, a servant of the goddess, fought alongside the humans, but the beast's advance could not be stopped. A great darkness would soon overtake Skyloft. Though Sia cared nothing for the fate of the villagers, she began formulating a plan. Whatever being had brought these creatures to Skyloft would make a powerful servant. She would need to subjugate it and make it her own. Launching herself into battle to defend Skyloft, Sia looked for an opportunity to weaken this dark power, and then add it to her forces. Und damit darf ich euch herzlich willkommen zurück zu Skyward. Skyward Sword, bin ich bescheuert. Zu Dingsy, Hyrule Warriors begrüßen. Meine letzte Aufnahme ist gefühlte 500 Jahre her. Zwei Wochen bestimmt. Ich starte jetzt mal gleich in die Schlacht, denn ich erinnere mich noch so dunkel an das Spielprinzip. Ich möchte auch anmerken, ich mache nur eine Aufnahme jetzt. Ich habe, glaube ich, noch ein Part auf Lager. Ist alles kompliziert. Ein Infovideo möchte ich morgen noch aufnehmen. Heute ist Samstag. Also wahrscheinlich, wenn dieser Part hier draußen ist, habt ihr das Infovideo schon längst gesehen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, Sia habe ich im letzten Part noch aufgerüstet gehabt, deswegen ist das jetzt auch nicht weiter relevant, dass ich jetzt nicht noch in dem Basar drin war. Und dann dachte ich mir, können wir auch gleich komplett in den Part reinstarten. Aua. Da bekommen wir gar nicht so schlecht auf, wenn man jetzt Wolde und Roma. Die Angriffe bringen mir so, also diese Kreise sind nicht schlecht, aber so bringen die mir nicht viel, wenn hier so wenig Gegner sind. Und wenn, besonders wenn hier so viele Freunde von mir rumhängen. Naja. Ich bin mal gespannt, was der Part mir so bringt. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Muss sogar sagen, vielleicht habe ich dadurch ein bisschen die Lust verloren, aber nee, eigentlich nicht. Das ist nur ein Trugschluss. So, da würde ich gerne reinkommen, tue ich aber so nicht. Aber wir können erstmal den Kommandanten hier ein bisschen prügeln. Wir sind ja hier immerhin in Skyward Sword. Oh, da ist schon wieder so ein Typ. So Wolkenhorn-Hauptmann, ja, das ist hier alle sehr kritisch mit den Leuten. Da in der Mitte ist, glaube ich, auch schon der erste Boss. Warum haben wir eigentlich so einen Hyrule-Hauptmann als besiege den Verbanden? Oh, hör doch mal auf. Erstmal nehme ich das hier noch ein. Den habe ich gar nicht kommen sehen, den Typen da. Der Verwandte, der wird sowieso lustig. So habe ich ihn nicht. Ach, egal. Alles. Boah, hier kommt gleich noch einer. Jirin rückt im Rücken hoch. Wollte schon sagen. Boah, wenn Jirin schon hier ist, dann kann ich jetzt nicht den Verbanden besiegen gehen. Da muss ich jetzt erstmal wohl oder übel Jirin aufhalten. Ist ja nun mal Fakt. Und
Okay, mit der Kombo, die ich hier machen kann, ist sowieso... Aber verstehe ich gar nicht, warum Jiraiya Zia sich anschließt, wenn der doch später dann Ganondorf gehorcht hat. Mit Santo zusammen. Aber die Mission mit Santo hatte ich doch schon im letzten Part. Und Santo hat sich mir nicht angeschlossen. Ob das daran liegt, dass ich den noch nicht freigespielt habe? Das wäre ja mal sehr interessant. So, Jiraiya hat sich vorher zurückgezogen. Dann geben wir uns mal den Verbanden vorknöpfen. Warum auch immer ich den Verbanden besiegen muss. Muss doch Fei eigentlich machen. Mir kommt der Verbannte doch zugute, wenn ich mich recht entsinne an der Story von Skyward Sword. War der Verbannte doch der Grund, warum das Drama mit Ganondorf seinen Gang genommen. Es war jetzt meine Verbündete. Das tut mich jetzt mal interessieren. Egal. Wir greifen einfach den Verbündeten an. Den Verbanden an. Hier alle ein bisschen verloren. Aua! Da haben wir eine neue Waffe. Das ist echt Fei. Fei ist echt so unverbunden. Wie kommen wir denn jetzt dazu? Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen. Sobald mein SB-Balken voll ist, werde ich auch wieder auf den Verbanden aufgehen. Weil ich glaube, dieser Angriff eignet sich sehr gut dazu, um dass der schnell umgeht. Ich habe mich hier zwar grafikmäßig irgendwie in den Verbanden reingeglitscht, aber... Gibt's schon was. Jetzt robbt er sich hier durch die Gegend. Aua. So. Ist ja jetzt mal gut hier mit dir. Jetzt muss ich schnell ausweichen, nicht, dass sie wieder auf mich auffällt. Der liegt immer noch, ich krieg's. Nur ohne Herzen. Das ist ja alles schon wieder nicht so am Schnürchen gelaufen, wenn ich mal ehrlich sein soll. Hier haben wir Magie. Magie ist aber auch gerade nicht das, was ich haben möchte. Bin ich ja ganz ehrlich. So, angesichts dieser Tatsache, dass meine Lebensenergie echt total im Keller ist. Oh. Nee, das wollte ich gar nicht. Ah, jetzt habe ich geträumt. Das hätte ich nicht einsammeln dürfen. Und da ist bestimmt ein Herz. Das reicht, um den Verbanden zu klecken.
Jetzt haben wir nämlich schon die Überhand. Aber ob das hoch reicht, um den zu töten, das ist ja die andere Frage. Ja, okay. Der Verbannte wurde besiegt. Alles easy. Jetzt können wir hier das noch schnell einnehmen, weil wir hier schon vor Ort sind. Warum glaube ich, dass wir gleich gegen Kai kämpfen werden? Der Kommandant ist da schon dabei. Weiß jetzt gar nicht, woran ich soll. Fei ist jetzt doch böse. Ja, Fei möchte auf jeden Fall gegen mich kämpfen. Fei ist schon wieder weg. Jetzt ist Jirahimo. Ja, das ist ja eine Verwirrung hier. Fei ist stärker. Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen und das gehört eindeutig dazu. Warum haben wir erst Fei geholfen, diesen komischen Typen da zu besiegen und dann... Naja. Wie auch immer. Marschieren wir auf Fei zu. Kümmern wir uns um Fei. Jetzt ist doch verarschen, was die Jäger für einen Move gemacht hat. Erstmal muss ich hier die Oberhand so ein bisschen gewinnen. Wenn ich meine hier so die Leute ein Stück weit dezimieren. Oha. 5 Herzen, das war glaube ich auch. Frei geht man gerade auf den Zunder. Material. Ich überlebe ja eh keinen Angriff mehr. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier ein bisschen was. Ob das jetzt hier ein bisschen was zumindest. Das war schon die komplette Mission. 13 Minuten gegen die Bonusmission jetzt. Das ist so ein Witz, oder? Einfach so mal diese ganze Mission in 13 Minuten gemacht. Ja, ja. Dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Nicht mal 13 Minuten. Ich glaube, das war richtig kurz, wenn ich jetzt noch mit berücksichtige. Ich habe ja schon vorlaufen lassen. Das interessiert mich nicht mehr. Minuten und 55 Sekunden. Alter, weiter. Ja, das ist... Jetzt könnten wir das hier machen. In der Ranell-Schlucht. Aber ich gucke erstmal, weil jetzt hier ja wieder unser Kompan ist. Was wir denn so bei ihr verbessern können? Nichts, nichts. Noch mehr nichts. Haben wir dann wenigstens hier so 1-2 Level? Ah, 2 Level kriegen wir hin. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Nein, natürlich nicht. Sehr ärgerlich. Hier fehlen uns immer noch 4 Charaktere. Aber gut. Pro Mission, pro Part hat eine Mission. Das haben wir jetzt hier gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Part wieder mit dabei seid. Bis dahin.